Doch, sehr nah. Die will da mal reingucken. So, ist das dann nicht eher eine sehr innige Beziehung in dem Fall? Ja. Guck mal, wir sind der Größe nach aussortiert. Vom Lahm her. Ui, ich hab den Ach so. Ich habe den kürzesten, dafür kann ich, habe ich die bessere Technik. Eine Gamma-Einstellung gibt's hier also nicht. Gamma. Los, Jungs, jetzt müssen wir denen mal Gamma-Strahlen, zeigen. Alpha-Strahlen, Beta-Strahlen, Wir müssen denen Gamma-Einstellung. jetzt mal zeigen, wie das geht, na? Wir müssen denen zeigen, wo der Survivor lang geht. Oh, Tschüss. Was aus weg? Tschüss, Bruder. Ich war gar nicht drin. Hä? Doch, warst du. Doch? Doch. War im Hauptmenü. Hä? Hä? Kann ich dich nicht mehr zu einem Spiel einladen? Das ist jetzt merkwürdig. Brother muss jetzt wahrscheinlich neu starten. Ich hab auch irgendwie gar nicht mehr die Lobby. Irgendeiner von euch muss ihn einladen können. Hä? Ich glaube, wir gehen alle einmal nochmal raus. Okay, nochmal raus. Jetzt bin ich immer da, das Spiel. Brody hat's kaputt gemacht. Okay, ich lad mal ein. Ging mir wieder scheiß Kinder. Wahrscheinlich dann bleibst du halt draußen. Stimmt. So, bitteschön, die Herrschaft. Dankeschön. Darf ich jetzt mal meine Dinger hier liegen? Nein. Nein. Meine Opfergaben, ja? Nein, das ist dir verboten. Ich habe leider keinen Umschlag. Verringert leicht den dunklen Schleier. Nee, ich nehm nix mit, ich krieg sowieso nur. Hä? Das ist Feiere, oder? Ja. Mhm. Okay, dann auf, Kinders! Bevor es immer später wird und wir keine Lups mehr kriegen. Lups. Keine Lobster. Yeah. Oh mein Gott, er nimmt Claudette. Ja, Claudette, die alte. Versuch's mal mit der. Claudette, die alte Babette. Suche nach Spielen. Immerhin haben wir jetzt mal vier verschiedene Survivor, sonst hatten wir meistens immer irgendeinen doppelt. Das stimmt. Weil es die rothaarige war. Wir müssen eigentlich mal alle denselben. Rosa hat meinen immer geklaut. Das stimmt gar nicht. Wir müssen alle denselben nehmen, den komplett gleich anziehen und damit erstmal schön den Killer verwenden. Dann lass uns doch mal gleich alle Lord Greygrey nehmen. Oh Gott, okay. Yeah. Bei dem hab ich nix. Egal, wir nehmen alles den nächsten. Bei denen hat glaube ich keiner von uns was. Also okay, dann nehmen wir in der nächsten Runde nehmen wir alle Lord Greygrey. Mr. Greygrey. Ich hasse den Typen. Oh ja, der Killer wird ihn auch hassen, wenn er da drei, vier davon sieht. Also müssen wir ein Spiel finden. Fängt das jetzt schon an, dass wir keins mehr kriegen, ja? Ja, ausverkauft. Oh mein Gott. Brother, Fire, schmeiß doch mal 500 Euro in den Pott. Vielleicht geht's dann wieder. Die sind alle Hotdogs essen. Die sind jetzt alle auf der Nutaku-Seite spielen. Oh. Aber bis auf eine. Ah, endlich. Das Geld wurde überwiegend. Oder wir sind rausgeflogen. Können wir aus der Lobby rausfliegen, in der wir noch nicht mal drin waren? Das schafft der bei der Überlebenschaft. Das war eine Auslandsüberweisung, die hat ein bisschen länger gedauert. Ah, so. Ja gut, das erklärt's. Ich dachte, du hast eine Brieftaube verschickt. Was haben wir für eine Auslandsüberweisung? Nee, die wird immer gleich abgeschossen. Und nicht schon wieder Herdenvieh. Oh, wer wirft das Ding? Irgendeiner von uns muss das so reingeworfen haben, oder? Also ich weiß nicht. Oder war es der Killer? Wenn es der Killer war, dann war es wahrscheinlich der Fallensteller. Super. Ja, Fallensteller liebt Herdenvieh. Fallensteller liebt Spiel! Fallensteller möchte spielen! Ich hasse Haddonfield als Fallensteller, genauso wie Backwater Sumpf. Boah. Warum können wir nicht mal irgendwann so einen richtig, keine Ahnung, gut trainierten Überlebenden kriegen, so was weiß ich, mit solchen Oberarmen, die den Killer einfach verprügeln? Ja, so bam, um, dann so ein Arnold Schwarzenegger in seinen jungen Jahren. Ja, genau so ein. Ich bin für Chuck Norris. Der kann auch so die Wand durchbrechen im Haus. Ja, genau. Dann will ich, dass hier ein Chuck Norris, ein Arnold Schwarzenegger und einen Dwayne The Rock Johnson reinbauen. Und Hulk Hogan. Und Bruce Lee. Genau, Hulk Hogan, Bruce Lee und Dingsbums, Jackie Chan. Jackie Chan. Ich stell dir das einfach vor, der nimmt einfach so einen Tisch aus dem Haus. Jackie Chan macht so viel. Ja, der springt immer um die Kette rum, so boing, 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 boing. Ja. Und ein Bud Spencer auch. Oh ja, Bud Spencer, genau. Immer mit diesem Schlaggeräusch. Genau, der macht einfach so Kopf, so Palm weg. Oh ja, Bud Spencer und Terence Hill Überlebende. Oder so DLC mit den Klamotten von denen, das wäre so geil. Und dann Usain Bolt, da kommt der Killer nie hinterher. Oh. Und dann hätte ich gerne noch einen Roadrunner als Überlebender. Miep, miep, tschum. Das ist ein komisches Geräusch am Anfang. Oh, da ist jemand. Hallo. Bleib mal stehen. Hallo. Hallo. Ja, gar nicht. Ja, bitte.
Hallo. Willst du mein BH oder was? Ja. Ja. BH tauschen. Oh, ich hab so. Ich bin der Auserwählte hier. Oh nein, er ist Neo. Ja, leider schon wieder. Oh, das ist ein Myers. Nein, Neo. Neo. Myers? Yep. Na, da muss ich mich ja umgucken. Aha. Doi. Oh! Du bist. Hä? Da muss ich mich hier umgucken! Weg ist der Buzzer, Killer! Nee, nee, hä? Hä? Nur ihr beide seid bei mir weg. Buzzer und du seid. Ihr beide seid weg. Disconnected. Wir sind Brother und wir sind noch weg. Drin. Nein, ich bin raus. Der Killer ist weg. Ihr beide sind raus. Ja, wir sind entkommen. Ihr Noobs. Ich frag mich gerade, wie ich dem Killer entkommen bin. Ich renne nämlich, plötzlich stehe ich im Keller von dem Haus. Also ihr seid beide gleichzeitig disconnected gerade. Der Killer ist aber raus, der ist disconnected. Also der ist raus. Und warum spielen wir noch weiter? Ich hab keine Ahnung! Hä, der Killer ist noch bei mir, der jagt mich! Der ist doch gerade noch hinter mir hergerannt eben. Ich bin im Keller gespawnt, plötzlich. Aber ich hab übelste Lags. Der spricht springe voll. Ja, ich auch. Ja, Brother, ich glaube, wir machen dann schon mal eine neue Lobby auf für uns! Yay! Die Noobs, mal schauen, wann wir rausfliegen, Feier. Wieso? Hä? Wieso sind wir denn jetzt rausgeflogen und ihr nicht? Weil wir. Keine Ahnung. Wir sind nicht rausgeflogen. Wahrscheinlich war die Leitung von dem Killer einfach mit 4 Leuten überfordert und nur 2 raus. Aber bei mir ist der Killer hier disconnected. Ja, das ist so. Es sieht immer so aus, wenn du rausfliegst oder rausgeschmissen wirst. Na komm, Brother, guck mal, ob wir eine alleinige Runde gerade kriegen, wenn die da noch spielen. Okay. Schauen wir mal. Geh weiter allein spielen. Viel Glück euch beiden bei 5 Generatoren. Danke. Also wir sind entkommen, ne? Das ist ja geil, das muss ich mir in der Aufnahme mal angucken bei euch, ey. Oh, guck mal, eine Prestige. Black Butterfly. Du, es sieht jetzt so aus, als wenn ihr keinen Bock gehabt hättet, dann einfach rausgegangen. Ja. Oh nee, Myers, tschüss. Nein, ich war mich gerade am Umgucken, auf einmal so zack, weg. Deswegen jage ich mit Myers die ganze Zeit um den Map rum gerade. Das Witzige war, in demselben Moment, wo ihr disconnected seid, bin ich plötzlich in den Keller gespawnt. Während ich weggelaufen bin. Da muss gerade gehörig was schief gelaufen sein. Aber richtig hart. Ah, verdammt. Oh nein, er hat sich aufgeladen. Er hat uns wahrscheinlich mit dem Hack rausgeworfen. War ihm zu viele Überlebende. Ja. Hat eine Lobby mit 5 voll gemacht. Und dann einfach 2 rausgeschmissen. Nicht rausgeschmissen, wir sind entkommen. Wir sind einfach gut. Oh, geht mir der Typ auf den Sack. Wir haben so gemacht, Wingardium Leviosa und sind durch den Ausgang geflogen. Hui. Obwohl er zu war. Nein, Wingardium Leviosa. Ja, Leviosa. Hey. Ja. Feier? Ja. Kann ich dich verdoktern? Nein. Ist gerade ungünstig. Hast du gerade ein Date? Mach's trotzdem. Ja. Feier liebt ihn. Wenn wir jetzt gleich wieder rausfliegen, dann liegt es an uns beiden. Dann sind wir wahrscheinlich von der DBD-Community ausgeschieden. Wow, es schneit aber jetzt gerade richtig heftig. Report for Camping. Was? Wir haben als Survivor gecampt, deswegen wurden wir rausgeworfen. Ja. Ja, echt, was fällt euch eigentlich ein, ne? Ich war zwar gerade dabei, mit Feier mein BH zu tauschen. Mann! Boah, geht der Typ mir auf den Sack. So ging's mir gestern! Hä? Der bewegt sich nicht. Er bewegt sich nicht, er kann sich nicht bewegen. Ich weiß, bei mir steht er auch gerade in der Ecke rum. Was macht ihr da für einen Kram? Damit zusehen, wenn er sich, nicht bewegt, wird. Dann macht die Generatoren und haut ab. Also er campt auf jeden Fall nicht, er geht weg. Er sucht dich. Weiß. Er sieht mich nur nicht. An ihn. Oh, wir haben Hobby. Ja toll, wie der einfach nicht von dir ablässt. Brother, wir haben Kettensägen, Spacko. Yay. Der ist in meiner Nähe. Jetzt nicht mehr. Hui, hat sich bei dir aufgeladen, oder? Hui. Oh ja, hat er. Ja, aber komm, mein Bärenfortschritt reißt und bricht andauernd ab sogar. Jetzt nickt er und freut sich. Okay, der Killer weiß, was er tut.
Wie er sich gefreut hat, wie so ein kleines Kind. Nickt so, dreht den Kopf so ganz schnell und haut mich. Also ihr beiden, seid ihr fertig mit eurer Runde? Ja. Wir machen jetzt schon die fünfte. Ihr könnt jetzt kurz warten. Der Hubi hier ist relativ gut unterwegs, das wird nicht lang dauern. Down. Ich hätte gesagt, ihr könnt zuschauen, aber es geht ja nicht. Ja, doch, ich könnte über Steam zuschauen. Oh, oh. Wieso schlägt der uns denn nur an? Hä, was macht denn der jetzt? Ich hänge da zu dritt am Generator und er tackelt uns nur an. Autsch. So, jetzt hat er jeden einmal angehauen, super. Juhu. Ups, Brother hat sich hingelegt. Der hat einen Cowboy-Hut auf. Die zwei sind wieder geheilt, die hängen wahrscheinlich immer noch hinten am Gen. Ich hoffe, die kommen mich jetzt noch retten, weil ich kann nicht. Wir haben doch keinen einzigen Gen. Dafür haben jetzt schon zwei gehangen. Läuft bei uns. Die macht Sachen, die denke ich nicht mehr im Traum. Ja, der Typ weiß, wie man Hubi spielt, das ist das Problem. Nee, naja. Sonst brauchen wir wieder zu lange und dann kommen wir gar nicht mehr zu einer gemeinsamen Aufnahme, wenn wir jetzt auf der Runde anfangen. Wir sind gleich fertig, ganz ruhig. Das ist ein bisschen langweilig für die Zuschauer jetzt gerade, oder ich cutte das einfach raus, wenn ich dran denke. Du musst nicht rauscutten, das ist spannend. Heil mich doch! Genau. Dead by Daylight, das Hörbuch. Heil mich doch! Ja, sie steht vor mir, wackelt die ganze Zeit mit dem Arsch und heilt mich nicht. Survivor steht vor ihr, wackelt mit dem Arsch und heilt mich. Oh nein, Brother! Daraufhin rief sie, oh nein, Brother! Und rannte davon. Oh Lady, jetzt blockieren wir doch nicht die Atemwege! Atemwege? Ja, das ist ein guter Arzt. Die ganze Zeit, weißt du, statt sie einfach kurz rennt, nein, hält sie mir die ganze Zeit ihren Arsch ins Gesicht. Was ist los mit der Frau? Ich meine, ich mag Claudette, sie ist schön, aber trotzdem, ich möchte ihren Arsch nicht in meinem Gesicht haben. Wo ist hier der nächste fucking Generator? Wer ist das da vor mir? Das ist der andere, weil die andere Claudette ist bei mir. Die Prestige-Tante. Die hält mir da mal ihren Arsch ins Gesicht. Sexuelle Belästigung. Wie dieser Typ einfach nur ein Dauergrinser ist. Kann der eigentlich noch was anderes außer grinsen? Warum auch noch an die andere Brother. Seite gucken? Also ihr könnt Brother gleich schon mal einladen, der ist gleich fertig. Fertig mit der Welt. Fertig mit dem Spiel. Krieg ich jetzt zu dem anderen. Warte, der guckt schon selber drin. Ace Visconti. Visconti, wie spricht man den eigentlich nein, aus? Los. Visconti? Ace Visconti. Ace Viscas. Los, wir spielen alle mit Viscas. Und nie! Oh, Brother ist tot. Das war nicht so clever, Lady. What the fuck? Oh ja, das machen wir mit den beiden Liebefeier, oder? Was hältst du davon? Was? Ach die so, beiden? Ja, natürlich. Die beiden, ne? Oh, definitiv. Warte. Das sind richtig schöne Yetis in Banker-Anzügen. Mir fällt mal auf, dass der Ace voll die riesigen Hände hat. Oder? Kommt das nur mir so vor? Nein. Ja, natürlich. Nein. Soll er sonst das ganze Geld aufheben? Ja, stimmt wohl. Er hat
Black Butterfly erwischt und bringt sie auch in den Keller. Oh nein. Oder. Nein. Ach ja. Bringst du jetzt den Keller oder nicht? Doch, bringst du. Muss die Kleidung noch wechseln. Komm schon. Gleichschritt Marsch. Natürlich. Und dann müssen wir noch einen Perk haben, dass wir alle aufeinander spawnen. Werbung. Ja. Ich habe auch letztens hier für Sakura Dungeon Anker Patch gefunden, ey. Das Spiel macht gleich, ist gleich viel besser, ey. Was machen die denn? Rennen. Ja, viel besser als du. Jetzt neue Riesen-Mettwürmer für 3,99 €. Was sollte das denn jetzt? Mettwürmer? Wo hast du die Würmer her? Oh, ich hasse das! Warum? Du sollst Crush. Jetzt haben die sich beide sterben lassen mit Absicht. Warum? Das ist natürlich kacke. Ich kann verstehen, dass die keinen Bock hatten, weil der Typ die abgecampt hat, aber trotzdem. Hätten sie die noch irgendwie Zeit mit verschaffen können? Ja, theoretisch. Ich habe eigentlich versucht, die zu retten, aber die haben ja direkt Fluchtversuch gemacht und haben sich dann sterben lassen. Und ich hing jetzt hier alleine auf der Karte rum, brauche noch einen Gen oder die Yuko und ich bin nicht gerade gut im Loot finden. Luke. Der Typ rennt hier mit seiner Kettensäge rum als wie ein junger Gott. Naja, das weniger. Gut, wie ein alter Gott. Also wenn er mich hat, dann ist sowieso vorbei, also wird nicht mehr lang dauern hier. Außer ich finde die Luke aus irgendwelchen ominösen Gründen, was mir eigentlich nie passiert, aber das war deine Geschichte. Nicht mit der Einstellung, junge Dame. Was? Was? Warst gerade ein Hund? Das klang eher wie deine Schwester, wenn sie komisch lacht im Hintergrund. Haha, witzig. Ich hab keine Ahnung, was das war. Also für mich klang es eigentlich mehr so wie ein Lachen von irgendjemandem im Hintergrund. Weiß es nicht. Oh, kann mir bitte einer sagen, wo die scheiß Luke ist? Irgendjemand? Hinten links in der Ecke. Ich zahle auch 10 Euro dafür. Oder kann der Killer wenigstens mal kommen, dann ist die Runde hier auch vorbei. Natürlich muss es mich jetzt jucken. Wo rennt der Typ denn rum? Ich glaube, der hat die gefunden. Oder eher mich. Komm schon, Luke, zeig dich doch bitte für mich. Ich hab dir nie was getan. Weg war er. Was macht ihr? Wir machen ASCII-Pornos. Was macht ihr? ASCII-Pornos. What? Was? Schriftzeichen. Achso. Oh juhu, ich kann fremden Leuten auf den Arsch glotzen. Was kannst du? Ja, ich hab doch das Gerüst bei mir vom Fenster. Da rennt gerade wieder zwei Leute drauf rum. Sieht aus wie die Besitzerin des Hauses und die klettert irgendwas mit ihrem Kerl, glaube ich, ab. Guck mal hier, da haben wir eine Wand. Und guck mal, oh, hier, guck mal, diese Dachziegel, sind die nicht schön? Guck mal hier, Jürgen, wo bist du hin? Sind sie weggegangen. Als wenn der Jürgen heißen würde. Keine Ahnung, wie er heißt, ich kenne die Nachbarn nicht. Kannst du sagen, Jürgen, lass mich dich mal würgen, also den anderen.
Nee, Jürgen wirkt sein Jürgen. Anderes Wort für Langeweile mit 8 Buchstaben? Grand Fire das? Das 8? Ich weiß es nicht. Nein, es sind so viele. Alter, das kann doch nicht sein, wo ist diese verfickte Luke denn? Selbst Brother hat so viele Worte, also Brother Red. Hm. Ja. Ja. Lass mir die unnötigen Buchstaben raus. So. Alter, das kann auch viel zu viele. Das ist keine große Hilfe, Leute. Wer ist doch mal auf die grandiose Idee gekommen, eine neue Runde anzumachen, während wir noch da rumhängen? Wenn ich Luke finden würde, wäre ich jetzt hier raus, oder wenn der Killer mich mal finden würde. 2000 Jahre später. Ich bin jetzt über die ganze Map gelaufen und hab die Luke. Ich spiel Crush Crush. Das hab ich eben schon gesagt. Ja. Ich bin über die ganze Map gelaufen und hab die Luke nicht gefunden. Was soll ich denn machen? Ich weiß nicht, wo die ist. Vielleicht im Keller, das wäre schon asozial, wenn die Luke im Keller spawnt. Nee, da ist die eigentlich noch nie gespawnt. Geht immer ein erstes Mal. Hä? Wo ist die denn? Das kann doch nicht sein, ich bin jetzt zweimal rum, auch in der Mitte. Vielleicht hat der Killer sie ja eher versteckt und hat noch ein paar Paletten draufgelegt. Aber schon ein Kunststück vom Killer, wenn er das könnte. Ich finde sie nicht. Ich kann jetzt höchstens die Runde beenden, indem ich dem Killer in die Arme renne, aber ich möchte meine Punkte nicht verschenken. Ich fühle mich gerade dezent verarscht, sorry. Ich glaube, der Killer auch. Lala, lass dich nicht verarschen. Vor allem nicht vom Tut Killer. Mir echt leid für diese Kacke hier gerade. Aber ich habe keinen Peil, wo die verkackte Luke ist. Ich weiß es einfach absolut nicht. Wir sind hier bei Hi. Wir sind hier ja. Ja, Nicole? Wir sind hier bei Killigan anwesend. Schutzwald war es, glaube ich. Jemand eine Idee, wo die sein könnte? Vielleicht. Nö. In der Scheune? Warte, war da eine Scheune? Ja, aber hier gibt's nur eine mit dem Keller. Oh. Vielleicht oben. Dass sie halt nicht im Keller ist, sondern oben drauf. Nee. Das ist der Schutzwald, nicht das Anwesen. Ach so. Dead by Daylight, Falltür. Also, Feier, was ich dich fragen wollte, leidest du irgendwie daran, dass du nachts nicht einschlafen kannst? Wieso? Naja, bei den Fragen, die du dir da anscheinend zu stellen scheinst, halte ich das für eine sehr lange Nacht. Natürlich. Was? Ja, er schrieb jetzt hier so im Chat aus Langeweile, warum hat saure Sahne ein Haltbarkeitsdatum? Warum haben 24-Stunden-Läden Türschlösser? Warum gibt es Katzenfutter mit Rinder, aber nicht mit Mäusegeschmack? Ich meinte dazu irgendwann zwischendrin nur, wenn Gift abgelaufen ist, ist es dann mehr oder weniger giftig. Also, im Schutzwald gibt es keinen festen Ort für die Falltür. Sucht in den Wäldern nach ihr. Sie spawnt in der Nähe von Bäumen. Ist sie geöffnet, lauft durch den Wald nach so auf das Geräusch. Ich kann ehrlich gesagt gerade nicht glauben, dass ich dem Killer so haarscharf entkommen bin. Ich find sie nicht! Ich find hier alles, nur keine verfickte Hurenfalltür! Ich krieg gleich einen Affen, Alter! Yay! Ein Affen! Ich hoffe, den fliegenden Affen, der kann ich dann zur Luke bringen. Sucht in den Wäldern nach ihr, geil! Hier sind überall Bäume! Ich bin jetzt dreimal diese Map hoch und runter gelaufen, also entweder liegt die Falltür so kacke oder ich bin einfach nur scheißend blind. Und taub. Gibt es eingefleischte Vegetarier? Dein Ernst? Oh Mann.
war einer sichergestellt mein Spiel. Achso, ja, das ist mit Rasen betreten verboten. Ja. Kann sich einer mein Spiel hacken und mir helfen? Ja, gerne, gerne. Wie heißt denn der Killer? Keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. Slash Hack, keine Ahnung. Was ist dein anderes Wort für Synonym? Oh, Alter, ich hab gleich keine Lust mehr, ne? Ich such gleich den Killer und dann date ich ihn. Was? Date the Killer. An zu viel Salz, Feier, an zu viel Salz. Daran ist das Tote Meer gestorben. Leider, das tut mir so leid. Ich glaube aber mittlerweile, dass der Killer die echt hat, weil der steht stellenweise ruhig. Deine Hunde heißen 1 und 0. Ja, das sind Bitbulls. Ich hab keinen Bock mehr zu wiggeln, trag mich einfach zum nächsten Haken. Juhu! Oh, dann ist die Runde endlich vorbei. Ah! Na gut dann, dankeschön. Wo hat er dich hingebracht? Er hat zur Luke! Läuft! Oh, der ist hart. Welches Tier ist 12 Gramm Kohlenstoff schwer? Der Maulwurf. So doof. Bärchen, Chemiker, Knieklatsch. Ja gut, dann danke, Lacasito. Bescheiße. Schreibe ich jetzt nur, danke schön, also, kein Problem. Ja gut. Ich bin wirklich dreimal an der Luke vorbeigelaufen. Oh, okay. So, ich krieg eine Einladung? Nein. Ja, theoretisch okay. Könntest du auch so beitreten, aber hier bitte. Ich bin was Besonderes. Weil du es bist. Oh, warte, wenn du was Besonderes bist, dann. Warte, dann kriegst du eine Einladung. Ich bin was Besonderes, ich hab Schnee. Und eine Einladung.